Hallo meine Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid im heutigen Video. Wir werden heute zeitlos. Wir werden feststellen, dass es keinen Sinn macht, sich mit der Zeit zu beschäftigen, und wir werden die Vergangenheit und die Zukunft einfach mal auf die Seite legen. Überall heißt es immer so schön, leben im Jetzt, genieß den Moment. Und wir wissen das in der Theorie, und in der Praxis ist es manchmal ein bisschen anders. Und ich habe da auch in der Vergangenheit mich häufig beobachtet, was ich denke, wie ich mich verhalte. Und ich habe festgestellt, dass ich ganz viel Zeit einfach verloren habe, indem ich mir Gedanken gemacht habe und ich sie habe verstreichen lassen. Und natürlich kann man sagen, Gedanken und Gefühle werden zur Materie. Es ist wichtig, sich Gedanken zu machen. Es ist wichtig, zu träumen. Aber wenn wir das tun, dann wirklich bewusst und positiv. Und das ist das Wichtigste, wirklich seine Gedanken zu beobachten. Und immer wenn sie negativ oder zerstörend sind, dass wir uns da wieder rausholen und uns entweder zwingen, positiv zu denken und zu fühlen, oder handeln. Denn nur das ist wirklich gut investierte Zeit. Wenn wir nichts tun, dass wir uns in dieser Zeit positiv fühlen und dass wir positiv denken und visualisieren, was wir in Zukunft möchten und was wir anders möchten. Und wenn wir nicht in diesem Schöpfungsakt sind, des Visualisierens, dass wir was tun, das uns diese Zukunft ermöglicht. Weil nur vom Denken und Fühlen wird die Zukunft nicht zur Realität. Und es ist wichtig, dass wir unseren passiven Teil des Schöpfertums, das Denken und Fühlen, in die Hand nehmen und die Qualität überarbeiten. Und wenn wir aus dieser Passivität unseres Schöpfertums rauskommen in die Umsetzung, dass wir es aber aus und mit genau dieser Energie tun und nicht aus der Energie des Ich muss oder des Mangels, sondern dass wir das uns vorstellen, was wir gerne hätten, und dann auch aktiv was dafür tun, dass wir das bekommen, was wir wollen. Also wenn du jetzt an deiner Berufung arbeitest und weißt zum Beispiel, dass du hier auf dieser Welt bist, um etwas zu bewirken, dass du dir vorstellst, was könnte das sein, was möchte ich tun, warum bin ich hier, was fühlt sich gut an. Dann aber auch aus dieser Passivität rausgehst und in die Aktion gehst und was dafür tust. Und das ist nämlich das entscheidende Wechselspiel zwischen aktiv und passiv. Und dass wir die passive Zeit nutzen, positiv zu denken und zu fühlen, dass wir dann in der aktiven aus und mit diesen Gefühlen agieren können, weil sich das alles auch als Energie abspeichert. Also ich sag mal so, wenn du jetzt Künstler bist zum Beispiel und du stellst jetzt oder du machst, bist Tischler vielleicht, ja, stellst Tische her. Wenn du das so aus der Energie des, oh, ich muss jetzt wieder, oder ich habe irgendwie, oh, ich habe schlechte Gefühle, ich verarbeite die jetzt in den Tisch,
dann sind diese Gefühle abgespeichert in dem Tisch. Deswegen auch immer Vorsicht, wenn ihr irgendwo Kleidung kauft, die nicht gut produziert wurde, ja, von Menschen, die häufig nicht bezahlt werden, wenn die nicht ein bestimmtes Pensum erfüllen. Die lassen dann ihre ganze Wut und Trauer in dieses Kleidungsstück einfließen. Wir freuen uns zwar dann, weil wir ein Schnäppchen gemacht haben, nur das einen freut, das anderen leid. Und das Leid des anderen wird auch zu unserem Leid, wenn wir uns das nicht ins Bewusstsein rufen. Also wenn jetzt jemand, wir freuen uns vielleicht über das Schnäppchen, die Energie, die wir dann aber tragen an unserem Körper, die wird uns nicht glücklich machen. Ja, deswegen, das ist immer so die kurze Freude, was wir aber noch nicht verstanden haben, weil wir denken, Pulli ist ja Pulli, ja, oder vielleicht, wenn da steht Biobaumwolle, haben wir ein gutes Gefühl. Ja, aber wer hat denn das in seinen Händen gehabt und wer hat seine Energie reinfließen lassen? In Form der Gefühle und der Gedanken. Und deswegen, dass wir sowas nicht ins Leben auch ziehen, ist es immer wichtig, bei seinen Gedanken und Gefühlen anzufangen und die zu bereinigen, weil die der anderen können wir nicht beeinflussen. Wenn wir aber da in Resonanz damit stehen, ziehen wir das in unser Leben. Und deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, beobachtet eure Gedanken und Gefühle und bereinigt das, weil aus euren Gedanken und euren Gefühlen wird euer Handeln. Und das ist dann genau die materialisierte Energie, die ihr abspeichert, die ihr aussendet und die auch wieder zu euch zurückkommt, in welcher Form auch immer. Wenn ihr jetzt ein Tischler seid, der vielleicht noch am Anfang steht und sagt, ich mache das aber aus Leidenschaft. Ich mache das, weil ich wirklich Bock drauf habe. Ich mache das mit all meiner Liebe, es erfüllt mich. Dann ist diese Energie in den Tischen abgespeichert und das wird sich auch bezahlt machen. Wenn ihr aber aus Mangel heraus agiert und sagt, ich muss das jetzt machen, ich muss Geld damit verdienen, dann kann der Tisch vielleicht am Ende schön aussehen. Aber ihr habt genau diese Mangelenergie reingesteckt und deswegen wird es auch Mangel anziehen. Und je mehr wir selber uns positiv bereinigen, ja, oder unsere Gedanken klären und unsere Gefühle und das, was wir tun, lieben, egal was wir tun, auch wenn wir kochen, oder einkaufen gehen. Wenn wir überall das aus dem Gefühl der Liebe machen, dann stehen wir dazu in damit in Resonanz und dann ziehen wir auch beim Einkaufen genau diese Produkte an, die damit in Resonanz stehen. Und dann habt ihr auch nicht mehr die Gefahr, dass ihr euch vielleicht einen Pullover kauft, wie vorhin das Beispiel von Menschen, der seine ganze negative Energie da hat reinfließen lassen. Weil ihr selber in euch Liebe tragt und dann eben nicht mehr in Resonanz damit steht. Deswegen müsst ihr dann gar nicht mehr zwanghaft kontrollieren, oh, wie ist das hergestellt oder wie ist das und das und oh, hat jetzt beim Gemüsekaufen der Apfel, von wem ist der geerntet worden, hatte der gute Laune, wurde der ausgebeutet, ist diese Energie da drin? Da müsst ihr euch dann gar nicht mehr so viel Gedanken machen, weil ihr wisst ja dann, Gleiches zieht Gleiches an und ihr dann eben damit nicht in Resonanz steht. Da noch ein kurzes Beispiel zum Abschluss. Ich war mal Gemüse kaufen vor einiger Zeit und so vom rationalen Denken und so, ne, Bio natürlich und saisonal und ja, hier regional, ne? Sagt der Kopf, ist auch gut, ist auch richtig. Nur wenn es dir innerlich nicht so gut geht,
dann kommst du vielleicht zum Bio-Verkäufer, dem es auch nicht so gut geht, und dann fließt diese Energie auch in die Produkte ein. Ja, dann hatte ich so einen Tag, da ging es mir nicht so gut, bin aber zu meinem Markt gegangen, und natürlich Bio und so weiter, ne? Und dann sehe ich den Verkäufer und denke mir so, oh, Halleluja, und der soll jetzt deine Sachen auch noch anpacken oder der hat die angepackt, und der sah zwar sehr öko aus, so mit so Dreadlocks und so, ne, wie halt so Bio-Leute aussehen, hat aber eine ganz, ja, eine nicht so positive Energie. Ich meine, gut, ich bin da vielleicht ein bisschen empfindlich geworden oder ich spüre da einfach Nuancen und habe mir wirklich noch so gedacht, oh, ist das jetzt noch so gesund? Und dem ging es wirklich schlecht. Ich habe mir schon überlegt, dem zu helfen, weil wenn ich ihm helfe, dann hat er bessere Energie und dann ist mein Gemüse auch nicht mehr so vergiftet. Und ja, aber ich habe es einfach nur beobachtet und als ich dann eine Woche später wieder dort war, ging es mir persönlich super gut. Und dann habe ich mir noch gedacht, jetzt bin ich mal gespannt, ob es dem Gemüseverkäufer heute auch besser geht oder ob ich jetzt die Resonanz zu ihm verloren habe und jetzt ein anderer da ist vielleicht. Und es war so, ich bin hingegangen und an dem Tag waren zwei Verkäufer. Der eine, der noch in seiner Bad Mood, also in seiner schlechten Laune war, und ein zweiter, der positiver war. Und was glaubt ihr, wer mich an dem Tag bedient hat? Der mit der guten Energie. Weil ich zum anderen die Resonanz verloren hat. Und deswegen, dass wir uns darüber gar nicht bewusst Gedanken machen müssen, ist immer die beste Voraussetzung, dass wir auf uns achten und auf unsere Gefühle und die bereinigen und positiv halten, weil wir dann automatisch diese Menschen ins Leben ziehen, die auch so sind wie wir. Weil wenn wir das Ganze durchdenken wollen und dann schon anfangen, oh, der Gemüseverkäufer, was hat der für Laune? Was hatte der oder die für Laune, die meine Sachen hergestellt haben? Ja, wie soll ich denn jetzt wissen, ob der Pullover von liebevollen Menschen hergestellt worden ist oder von irgendeiner Maschine oder was weiß ich? Wenn wir das alles nachverfolgen wollen, ja, und analysieren oder ob Bio wirklich Bio ist. Das müssen wir nicht, wenn wir uns bereinigen. Wenn wir zu uns ehrlich sind, dann ziehen wir auch ehrliche Bioprodukte an. Wenn wir uns belügen, ziehen wir Menschen an, die uns auch belügen und die uns vielleicht auch belügen und sagen, das ist Bio und es ist in Wahrheit gar kein Bio. Wisst ihr, was ich meine? Das ist immer das Allerwichtigste, weil wir uns dann im Leben gar nicht so viel Gedanken machen müssen. In dem Moment, wo wir nur in Anführungszeichen auf uns und unsere Gefühle und unsere Gedanken achten. Deswegen hol dich nochmal ins Hier und Jetzt, überprüf deine Gedanken, überprüf deine Gefühle. Und wenn da noch irgendwas ist, was dich stört in deinem Leben oder was du bereinigen möchtest, dann geh das Thema an. Dass du es bereinigst, dass du es transformierst und dass es das Negative aus deinem Leben verschwindet, in dem Moment, wo du das tust. Und dann wirst du merken, dass sich dein ganzes Leben nachhaltig verbessern wird, weil du eben ganz andere Menschen, ganz andere Produkte in dein Leben ziehst. Deswegen sei dir bewusst, dass du ein Magnet bist und das anziehst, was mit dir in Resonanz steht und mit dir schwingt. Ich hoffe sehr, dass dir das weitergeholfen hat, dieses Video, dass das vielleicht was in dir wachgerüttelt hat und du das nächste Mal dich beobachtest und dann deine Mitmenschen beobachtest, weil deine Mitmenschen nur ein Spiegel von dir sind. Und wenn wir uns in diesem Spiegel der anderen erkennen und den Fehler nicht versuchen, bei den anderen bearbeiten zu wollen, sondern bei uns, dann verändert sich der Rest. Wenn ihr Gemüse kaufen geht und der Verkäufer ist unzufrieden oder unglücklich, heilt diesen Part in euch und nicht im anderen.
und sagt nicht, ich gehe jetzt zum anderen Gemüseverkäufer, weil der ist ja, ne? Könnt ihr versuchen. Vielleicht wird es dann besser, aber vielleicht zieht ihr dann auch wieder einen ins Leben, der genauso ist, weil ihr das in euch noch nicht bearbeitet habt. Und es ist so, so wichtig, mit offenen Augen und offenem Herzen durchs Leben zu gehen, um euch im Spiegel der Welt zu erkennen. Und es darf dir dabei, wie immer, völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst.